Warner Home Video präsentiert. Neu im Januar, gegen den Strom, Außenseiter und Rebellen. Was passiert, wenn Karate Kid Ralph Macchio zu Nick Nolte in die Schule geht? Na, völlig klar, es geht heiß her. College Academy, die Aufsässigen. Zwei Außenseiter wollen an das große Geld. Doch die Mafia hat bereits ihre Finger drauf. Der Pate von Greenwich Village. In der Hauptrolle Mickey Rourke, der Star aus Im Jahr des Drachen. Auch nicht einfach hat es ein junger Rebell in Alice's Restaurant. Eine Frau ist es, die einem erfolgreichen Werbemanager dazu bringt, aus seinem Leben voller Kompromisse auszusteigen in das Arrangement. Und Simpson alias Sean Connery ist nicht zu schlagen. Er ist das Chaos auf zwei Beinen. Wieder im Programm Paul Newman als der Unbeugsame. Jane Fonda als Callgirl. Und Donald Sutherland als Bulle in Clued. Faye Dunaway, Gene Hackman und Warren Beatty in Bonnie und Clyde. Und im Tipp des Monats Donald Sutherland, Roy Scheider, Meryl Streep, Burt Lancaster, Alain Delon und Sean Connery. Neu Sie im sind Januar. Doch der Lehrermann. Finn fällt schon was ein. Sie sind doch nicht doof. Aha. College Academy. Die Aufsässigen. Eine temporeiche Komödie um die chaotischen Zustände auf einem verrückten College. Das ist doch keine Schule mehr. Das ist ein Irrenhaus. Richtig. Unterrichten Sie heute? Ja, ich komme gleich, Gracie. Mit Superstar Nick Nolte, bekannt aus Dreckige Hunde, Under Fire und Nur 48 Stunden. Hast du mir nicht erzählt, dass du Pilot bist? Und Karate Kid Ralph Macchio. Was meinst du damit, ein Witz? Ihr werdet doch gerade verklagt, weil ihr einem nichts beigebracht habt. Oh ja. Ob der Junge nichts gelernt hat, interessiert eigentlich keinen. Die wollen nur mehr Kohle machen. Bist du völlig durchgedreht? Was spielst du, sagst du? Du blödes Arschloch, man klaut doch nicht eine Karre vom Lehrer. Willst du wieder auf dem Jugendamt landen? Verschwinde da von dem Schrank! Hey, du! Die harte Waffe! College Academy. Nein! Weg damit! Die Aufsässigen. Ohne uns läuft nichts. Gar nichts. Was glaubst du denn, was diese kleinen Monster tun würden, wenn sie nicht zur Schule ich gehen weiß würden? Nicht. Ficken. Ficken. Ficken wie die schärfsten Kaninchen. Und wir müssen das verhindern. Ja, du hältst mich also für ein Verhütungsmittel? Ja, du bist eins der Besten. Scheiße, was soll denn das? Das ist doch nicht wahr. Oh, wie denn, Jurel? Lisa, sind Sie nicht ganz dicht? Das ist die Jungentoilette. Ja, das weiß ich. Das wissen Sie. Ich wollte schon immer wissen, wie sowas aussieht. Gar nichts Besonderes. Ich bin noch nicht fertig. Sie sind verrückt, ist Ihnen das klar? Ich bin ja auch Lehrer. The summer wind came blowing in. Der Pate von Greenwich Village. In der Hauptrolle Mickey Rourke, der Star aus Im Jahr des Drachen. To touch your hair and walk with me. Auf die Ehrliche kriegst du nie deinen eigenen Laden, niemals. Ich hab da was Großes am Laufen. Ach ja, und das? Ab morgen schlage ich ein neues Kapitel auf und ich verspreche dir, meine Lügen werden besser. Er ist ein Idiot! Geld ist schon bald kein Problem mehr. Bist du dabei, Charlie, oder was? Das ist ein Fehler, Charlie. Du machst einen Fehler. Charlie, ich hatte keine Ahnung, dass mit dem Geld Bullen bestochen werden sollten. Ich schwör's, ich hatte nicht den leisesten Schimmer. Du kommst dabei nur ewig zu kurz, kapierst du das nicht? Du könntest was ganz Besonderes sein, aber du steckst bis zum Hals in deiner Familienloyalität. Für dich gibt's nur Paul. Vielleicht will ich mich gar nicht ändern, okay? Ich habe 5 Riesen ausgesetzt für jeden.
wegen der Medikalerbeischaft. Ich will's wissen, ich will antworten. Ich hab nichts zu verbergen, das schwör ich dir, Mann. Lüg mich nicht an. Soll jeder auf der Straße erfahren. Du musst krank im Kopf sein, hm? Was ist bloß in dich gefallen? Keine Bewegung. Charlie! Charlie und Pauli wollen an das ganz große Geld. Doch die Mafia hat bereits ihre Finger drauf. Und es wird verdammt hart abgerechnet in Little Italy. Der Pate von Greenwich Village. From across the sea. Ganz locker. Der legendäre Kultfilm des Starregisseurs Arthur Penn. Alice's Restaurant. Ich will euch mal was erzählen über die Stadt Stockbridge, Massachusetts, wo sich das abgespielt hat. Es gibt hier 3 Stoppschilder, 2 Polizeibeamte und einen Streifenwagen. Aber als wir zum Tatort kamen, waren da 5 Polizeibeamte. Und so boten sie ihre gesamte Polizeiausrüstung auf, die sie auf ihren Polizeiwachen herumliegen haben. Und sie machten 27 Fahrtfotos in Hochglanz, 1824. Mit Kreisen und Pfeilen drauf und Anmerkungen auf der Rückseite, was vorne drauf zu sehen ist. Als Beweismittel gegen uns. Das Arrangement. Mit Kirk Douglas als erfolgreicher Werbemanager Eddie, der sich entschließt, aus einem bequemen Leben voller Kompromisse auszusteigen. Warum tragen Sie immer diese Brille? Sie bringt die Dinge in Bewegung. Faye Dunaway in der Rolle der Gwen. Sie ist die Frau, die Eddie dazu bringt, mehr als einmal völlig auszuflippen. Sean Connery in Simpson ist nicht zu schlagen. Als erfolgloser Poet muss er sich sein Geld sehr, sehr schwer verdienen. Doch er weiß sich wie immer zu helfen. Miss Wolnicki. Miss Wolnicki. Auch in diesem Film ist der James-Bond-Star wie immer nicht zu schlagen. Ich bitte Sie, Sie wollen doch nicht wieder ins Kitchen gehen. Diesmal müssen Sie 3 Monate sitzen. Wenn Sie die Unterhaltskosten, die Sie laut Scheidungsurteil an Mrs. Schiff abgegeben haben... Sie kriegen Ihr verdammtes Geld! Lasse ich Sie wieder im Programm... Sauber. Der Unbeugsame. Sieh dir das an. Paul Newman als trotziger Rebell in einem harten und explosiven Film. Boah, wartest du noch? Mach ihn ein für alle Mal fertig! Oh. Jane Fonda, das Callgirl. Und Donald Sutherland, der Bulle. In dem spannenden Psychothriller Clued. Dieser Film geht direkt unter die Haut und lässt ihr Blut in den Adern gefrieren. Faye Dunaway, Gene Hackman und Warren Beatty in einem atemberaubenden und actiongeladenen Film. Nächstes Mal zieh dich etwas tiefer. Bonnie und Clyde. Die authentische Story von Amerikas gefürchtetstem Gangsterpaar. Bonnie und Clyde. Im Tipp des Monats. Geben Sie mir den Film. Donald Sutherland in die Nadel. Film.
Henry Faber, mit dem Decknamen Die Nadel, war Hitlers gefürchtetster Untergrundagent in Großbritannien. In der Stille der Nacht. Los, spring. Mit Meryl Streep. Was? Los, schnell! Und nein! Roy Scheider. Ein außergewöhnlicher Psychothriller. Killer und Geheimagenten rechnen ab. Viel Action mit Alain Delon und Burt Lancaster in den Hauptrollen. Outland. Sean Connery in einem gnadenlosen Kampf auf dem Planet der Verdammten. Und Matthew Modine und Linda Fiorentino und Rockstar Madonna in Crazy for You. Sie bescheißt dich, Mann. Na, ihr Schleicher, habt ihr ordentlich was gesehen oder wie? Ich werde noch dieses Jahr gegen Shoot ringen. Shoot? Shoot ist ein Monster, Mann! Der ist ein echtes Ungeheuer! Hey, Loudon, tritt ihm in den Arsch. Ich schätze, ich liebe dich. Oh, hi. Hi. Oh, du verdammter Mistkerl. Jetzt weiß ich, wie du abnimmst. Du wusstest, dass bei einem Geschlechtsverkehr über 200 Kalorien verbraucht werden? Das ist eine Menge, ja? Würdest du mir bitte etwas versprechen? Mach das Gewicht. Und geh auf die Matte mit diesem Shoot und steh es durch, so wie du es vorhattest. Nutzen Sie die Presse- und Promotion-Kampagne zum bundesweiten Kinostart. Crazy for You, der verleihstarke Videohit. Ordern Sie jetzt nach. Neu im Januar. College Academy, die Aufsässigen. Der Pate von Greenwich Village. Alice's Restaurant. Das Arrangement. Simpson ist nicht zu schlagen. Wieder im Programm Der Unbeugsame. Clute. Bonnie und Clyde. Und im Tipp des Monats Die Nadel. In der Stille der Nacht, Scorpio, Outland, Planet der Verdammten.